Löchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Alan Gamble, wir spielen Door Kickers. Wir haben beim letzten Mal es versaut, die Geiseln zu befreien. Einer der letzten Terroristen, wahrscheinlich hat er noch die Geisel erschossen, weil wir einfach zu doof waren, mit einer Flash oder irgendwas zu arbeiten. Und wir versuchen das einfach heute nochmal. So, Settingplan bleibt der gleiche. Da müssen wir halt nur ein bisschen geschickter diesmal sein, uns nicht ganz so auf unser Glück vielleicht verlassen, sondern einfach ein bisschen vorsichtiger agieren, ein bisschen überlegter. Und dann dürfte das Ganze auch hinhauen. So, er soll hier rübergehen. Er sichert sofort in die Richtung. Er sichert die Tür. So, okay. Das hat super funktioniert. Und von hier aus kann er dann schon mal einen Blick hier reinwerfen, während er auf seinen Partner wartet, der ihn hier unterstützen wird. So, er wird hier drüben auf der Seite unterstützen. Er ist hier für die Tür verantwortlich. Er wird hier neben der Tür warten. Und ihn halten wir hier draußen in Deckung, in Reserve. So, da sehen wir erstmal niemanden. Sehr schön. Und jetzt warten wir kurz auf die Kamera, damit wir wissen, wie viele Gegner sich hier zum Beispiel in dieser Sitzecke oder auch hier in diesem Vorbereich befinden. So, die beiden hier können sich schon mal um die Ecke schleichen. Ah, da habe ich ihn zu dicht an der Wand lang gehen lassen. Da hatte er seine Waffe gesenkt. Okay, ich sehe einen. Das heißt aber nicht, dass da auch nur einer ist. So, und die Nummer 2 wird hier... welchen Winkel möchte ich da haben? Ah, eigentlich möchte ich so einen Winkel haben. Wird sich hier mal lang schleichen, ganz unauffällig. So, hier hinten schön dicht an der Hecke bleiben. Und einfach mal schauen, ob da jemand ist. Und er wird hier schön dicht folgen. Damit wir im Notfall... zwei Schützen auf ein Ziel richten können. Würdest du dich bitte nicht wegdrehen, sondern weiter hier lang schauen. Ah, jetzt sind die so dumm übereinander hier. Unglaublich. So, übernimmst du halt jetzt die Führung. Auf geht's. So, er schaut hier ganz dumm in die Richtung, in der er seinen Gegner getötet hat, seinen Freund verloren hat gerade, wo wir den Gegner getötet haben. So, und jetzt sagen wir hold. Und jetzt haben wir genau die Situation, wenn ich jetzt auf F drücke oder einfach hier auf so einen Button klicke, dann feuern beide. Ich demonstriere das mal. Ah, Button klicken haben sie gefixt. Das macht nur noch einen. Okay, sehr schön. So, dann darfst du ein bisschen weitergehen. Du darfst hier auch ein kleines bisschen aufrücken. Und du darfst bitte auch weitergehen. So, und dann rückt ihr hier nämlich auf. No contact. No tangos. So, und hier schön in die Richtung gucken. Ah, hier ist einer rausgekommen. Da müsst ihr hier gleich in unser... in unseren Sichtbereich laufen. Das ist super. So, und wir gehen hier vorsichtig weiter. Okay, also hier können wir eigentlich nicht lang, denn der Typ versteckt sich hinter einer Geisel. Und das ist blöd. Wenn wir da lang gehen, dann wird er uns wahrscheinlich sehen und dann die Geisel erschießen wollen. Ah, und da hinten kommt einer rum. Genau, der sieht uns hier nicht. So. Also, wenn ihr auf F drückt, löst das den Feuerbefehl für alle aus.
für alle Stealth-Einheiten, wenn ihr... Kriegen wir ja eigentlich eine Sichtlinie irgendwo? Ah, nicht wirklich, ne? Wenn ihr auf den Knopf drückt, einfach nur bei einer Einheit, dann feuert nur die eine Einheit. Mal sehen, vielleicht, vielleicht... Na, ich glaube aber eher nicht. So, er wird auf jeden Fall hier in diese Richtung sichern. Aber hier an der Wand lang. So. Damit wir da abgesichert sind. So, okay. Und dann müssen wir jetzt einfach zur Fronttür rein. Geht nicht anders. Er wird hier den Bereich decken. Er wird einfach nochmal einen Blick hier reinwerfen. Während er ihn hier sichert. So machen wir das. Und das Team lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Bis wir vielleicht hier auf der anderen Seite rumgekommen sind. Und die Küche klären können. So, er kann jetzt auch hier weg. Wird hier mal vorsichtig, ganz vorsichtig um die Ecke schauen. Er kann hier ein bisschen aufrücken. So, ich hoffe, die kommen sich jetzt hier nicht. Doch, kommen sie sich. Aber egal, hier steht niemand. Schwein gehabt. So, er wird hier reinschauen. Er wird um die Ecke gehen und hier lang sichern. So, und wir wissen, hier sind noch Geiseln. Da könnte also durchaus noch ein Geiselnehmer sich aufhalten. So, und die Jungs stehen jetzt hier natürlich auch ein bisschen dumm rum. Haben nicht wirklich irgendwas zu tun. So, er wird hier reinschauen. Er schert ein bisschen aus, um einen besseren Winkel hier auf dieser Ecke zu haben. Und wird diese Tür hier links auch im Auge behalten. Ganz wichtig. Ultra wichtig quasi. So, der Raum hier ist frei. Sehr gut. Und da kann jetzt auch keiner reinrennen, denn hier haben wir gesichert schon. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch hier um die Ecke zu schauen. In die Küche hinein. Oh, da, der steht immer noch hier. Den hatten wir ja vorhin schon gesehen. So, den haben wir jetzt von hinten erledigt. Sehr gut. Und er soll einfach mal hier mit der Kamera in diesen Schuppen gucken. Genau, hier, ihn können wir wegnehmen. Sehr gut. Und dann können wir hier eigentlich auch direkt weitergehen. Wir wissen ja, hier muss noch irgendwo einer stehen. Ja, da steht er. Und das war der letzte. Ich glaube, wir wurden nicht mal getroffen. Wurden wir getroffen? Nein, wurden wir nicht. Sehr schön. Also, mit ein bisschen vorsichtiger sein, funktioniert das auch. Zum Glück. So, das nächste ist noch eine Geiselsituation. Schade ist eigentlich hierbei, dass man nicht weiß, wie das jetzt geschichtlich zusammenhängt. Ne? Also das erste war halt, wir sind in einem Hafen, haben einen Terroristen Versteck ausgeräuchert, haben da irgendwelche Beweise und dann haben wir halt hier die vielleicht die Backup-Operation der Terroristen auffliegen lassen mit diesen Geiseln. Und jetzt sollen wir die entfernte Geisel, also die etwas ausgelagerte Geisel, auf einem kleinen Schleppkahn, heißt nicht Schleppkahn, wie heißen die, diese Lotsenboote? Ja doch, ich glaube Schleppkahn ist schon das richtige Wort. Falls nicht, unten Kommentar, ich lerne gerne was dazu. Die Geiseln müssen überleben oder gerettet werden, möglichst beides. Die Terroristen eliminieren ist nur optional und es sind angeblich zwischen 2 und 7 Terroristen eine Geisel. Wir schauen mal, wie viele das nachher in Wirklichkeit sind. Wir haben alle Mann zur Verfügung. Wir schicken wieder unsere Unerfahrensten hier rein. Der Level ist relativ übersichtlich, aber ein bisschen enger als der Level eben. Und das heißt, wir werden nicht mit der UMP
hier zugange sein, sondern mit, ja, ich denke, das passt schon, sondern mit unserer schallgedämpften MP5. Setz mal wieder als Default einfach. So, ja, brauchen wir hier nämlich nur, zack. So, wie sieht es mit Türen aus? Alles relativ eng. Türsprengsätze machen Lärm. Deswegen benutzen wir ihn nicht. Und der Plan ist, denke ich, dass wir direkt zur Geisel nach vorne gehen. Wir wissen, es gibt nur diese eine Geisel. Also werden wir versuchen, einfach hier außen über beide Seiten an möglichst vielen Terroristen vorbeizugehen und diesen Raum hier dann möglichst leise auch zu stürmen. Also wenn wir das alles richtig machen und das optimal klappt, was natürlich nicht der Fall sein wird, dann können wir einfach hier durch die Fenster die Terroristen eliminieren, Türen aufmachen und dann kommt hier von hinten hoffentlich auch keine Verstärkung dazu und dann verpissen wir uns mit der Geisel. Ganz heimlich, still und leise. So. Und hier die rechte Seite können wir schon relativ gut einsehen. Die werden wir einfach hier komplett sichern. Mit der linken Seite sieht es noch nicht ganz so gut aus. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und dann, wie gesagt, wir schicken einfach auf jede Seite zwei Mann. So, genau, hier. Wollen wir einfach mal. Den Schrei hat auch jemand gehört. Vielleicht. Wahrscheinlich. So, und hier rücken wir einfach vor. Das soll sein Sichtbereich sein. So, und hier verlagern wir den ein bisschen. So, dass er hier reinschauen kann. Und er wird hier gerade zudecken. Ja, in diese Richtung. Und hier drüben gehen wir ähnlich vor. So, eigentlich ziemlich doll genau so. So, und er wird die gerade Sicherung erledigen. So, bis dahin darf er gehen. Also keine Türen. Doch, hier klappern Türen, okay. Das heißt, hier hat es wirklich jemand gehört. Rechnet nicht damit, dass hier schon Leute stehen. Das heißt, wir haben ihn erledigt. Und jetzt lassen wir diesen Raum einfach in Ruhe. Würde ich sagen, und gehen hier ganz stur weiter. Verschaffen uns hier erstmal einen Überblick mit einer Kamera. Also gehen wir hier auch gar nicht so weit. Dann kann ich das nochmal machen, danke. So. Die Kamera. Und er wird hier einfach unseren Rücken decken. So ungefähr stelle ich mir das vor. Er läuft hier einfach auf der anderen Seite. Ganz genau so. Und er wird uns hier den Rücken frei halten. Oh, 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 stopp, 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 Jungs. Hier geht's nämlich schon los. Mach du mal einen Schritt rückwärts, bitte. Damit dein Kollege hier Sicht hat. Okay, er hat trotzdem keine Sicht. Stehen zu dicht beieinander. Und, wir können nicht mal in den Raum reinschauen. Okay, das heißt, er muss sich jetzt hier vorsichtig lang arbeiten erstmal. Okay, der Raum ist ansonsten sauber. Sehr schön. Dann geht es hier weiter und er darf sich auch wieder bewegen. Okay, hier steht einer direkt hinter der Tür. Einen haben wir noch am Bug des Boots. Sehr schön, da gucken auch alle hin irgendwie. die Tür ist aber offen. Das heißt, wir können hier einen hinstellen. Der kann hier direkt reinfeuern. Da müssen wir uns nur Gedanken machen, wie wir die beiden hier loswerden.
von außen könnte schwierig werden. Vielleicht müssen wir da tatsächlich flashen. So. Schaust du mal, bekommst du eine Sichtlinie irgendwie? Ohne dass du von drinnen gesehen wirst. Das wäre großartig. So, laufen wir hier noch ein kleines bisschen. Was, er sieht ihn noch nicht? Er hat noch keinen. Nee, da ist noch die Ecke im Weg, ne? Aber ein kleines bisschen. Ja, kann ich hier noch laufen? Aha, das ist so knapp hier. So, okay. Da haben wir ihn. Einmal abgedrückt, ne? Die wissen jetzt, dass wir hier sind im Prinzip. Hopp. Oh, und hier ist es zu eng für die Waffe. So. Er schaut auch gleich in unsere Richtung hier. Das heißt, wenn wir die Tür jetzt von der Seite hier aufmachen, wird im Prinzip schon auf uns gefeuert. Und deswegen, hier guckt auch gerade niemand an das Fenster. Und wenn wir hier sind, kann uns auch niemand sehen, werden wir ein Flashbang benutzen. Naja, Moment mal, ich muss ihn gar nicht durch die Tür hauen, oder? Ich kann den doch eigentlich auch. So, er setzt sich mal hier hin. Und er, stopp, Kanzel. Wird einfach hier. Durch dieses Fenster ein Flashbang hauen. Und da wurde er gesehen. Wie ungünstig. So, also, nochmal. Eigentlich war es ja ganz schön, aber im Abschluss wieder ein bisschen geschlampt. So, den nehmen wir weg. Rücken hier vor. Auf beiden Seiten. Schauen, wo klappert die Tür. Hier klappert die Tür. Gut zu wissen. So, der Typ ist überrascht. Hat die Tür wieder zugemacht. Das heißt also, hier könnte durchaus noch jemand drin sein. Aber zwei Typen erwischt. So, und jetzt gehen wir einfach direkt vor und werden dann die Fenster benutzen, denke ich. Oh. Das können die von drinnen aber sehen, oder? Ja, wir probieren es mal. Scheint niemand bemerkt zu haben. So, dann laufen wir hier noch ein bisschen. Du rückst bis zur Tür vor, genau so. Ah, und da draußen steht einer. Toll, toll, toll. So, hier. Flash direkt rein. Flash direkt andere Seite rein. Vielleicht so, dass wir den Typen hier noch erwischen. So, Flash hochgang. Tür auftreten. Tür auftreten, direkt mal reingehen. Hier ist natürlich ungünstig, ne? Wir stehen mit dem Rücken direkt zur Tür. Da müssen wir jetzt aber mal durch. Und du gehst hier vorne hin und eliminierst den Typen. Und du wirst hier mit einrücken. So, okay. Das lief ziemlich gut. Du gehst hier bitte von der Tür weg. Nimmst die Beweise mit. Du sicherst diese Tür. Du wirst hier draußen sichern. Und du wirst diese Seite sichern. Nein, sag nicht. Oh Gott, ich dachte gerade. Oh, schade. Ich dachte gerade, die Typen, die ja durch die Tür kommen, würden tatsächlich es noch schaffen, die Geisel zu erschießen. Aber zum Glück haben unsere Jungs aufgepasst. Und, oh, phew.
Das war echt nötig. Das war super nötig. So, dann hat das ja ganz gut geklappt im dritten Anlauf. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Auf jeden Fall hielt es sich in Grenzen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann die finale Rettung, die endgültige Rettung. Der letzte Einsatz dieser Kampagne schon wird auf der Luigi Balauro stattfinden. Ich weiß nicht, wer Luigi Balauro ist. Vielleicht finde ich das noch raus zum nächsten Mal, falls es diese Person gibt. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.